Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team. Und um ehrlich zu sein, habe ich gar nicht so eine gute Laune. Denn ich habe die Weekend League ziemlich verkackt. Und irgendwie bin ich sauer. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht auf was. Auf mich selber, auf das Spiel, auf die Gegner, keine Ahnung. Ich habe es leider diese Weekend League nicht geschafft, den Rang 3 zu erreichen. Es geht dann jetzt noch hier um Rang 4 und ja, da brauche ich gar nicht drum herum zu reden. Ich habe dann auch eben gerade nochmal gecheckt, was das bedeutet und dachte erst so, oh, bei den Player Picks ist das ja egal, ob ich Rang 3 oder Rang 4 hole. Aber dann habe ich gesehen, dass ich für Rang 4 nur so einen La Liga plus SPL Player Pick bekomme. Sprich, das ist, naja gut, um ehrlich zu sein, es wird wahrscheinlich am Ende, werden es die besten Rewards überhaupt vom Team of the Season für mich sein, weil so ist das Spiel einfach, dass du dann trotzdem aus so einem schlechteren Pack, naja, das beste Pack bekommst. Aber ja, ich habe mir gedacht, ich mache das Video jetzt hier trotzdem, weil irgendwie möchte ich euch trotzdem gerne meine Player-Picks zeigen und auch mein neues Team. Denn eigentlich hatte ich voll Bock auf das Team, aber ja, vielleicht bin ich auch sauer auf das Team, denn es hat irgendwie gar nicht funktioniert, aber irgendwie, es hat nicht geklappt. Und ich bin darüber, ja, bin pissig, sage ich ganz ehrlich, aber ich, zunächst mal sollte man sich das selber zuschreiben, bevor man dann irgendwie andere Gründe dafür sucht. Ich zeige euch das Team trotzdem und ich muss auch sagen, glaube ich, also zum einen habe ich das Gefühl, sehr gute Gegner gespielt, also die Niederlagen, das waren alles enge Spieler, aber das waren auch, fand ich, gute Spieler, die irgendwie wussten, was sie tun. Und im Endeffekt, vielleicht haben da so ein paar Prozente gefehlt, die dann den Ausschlag geben, dass man die Spiele nicht gewinnt. Weil ich denke auch, dass ich in den letzten Weekend Leagues immer gute Spieler spiele. Wir fangen mal an mit der Torhüter-Position. Ja, ich habe die Torhüter-Position, die wechsle ich ja jetzt irgendwie gerade alle, für jede Weekend League. Und es ist wieder Dori in den Kasten reingekommen. Das sind übrigens noch die Spieler vom letzten Team, die noch drin sind. Und Lori war sicherlich auch schon, habe ich ja schon einmal, mindestens einmal gezeigt. Und jetzt machen wir mal weiter. Und wir machen mal weiter mit der Innenverteidigerposition. Da habe ich nämlich jetzt jemanden aus der Bundesliga, nämlich Indika. Ja, der Europapokal-Gewinner. Ja, kann man auch mal ansprechen. Sauber. So, der muss ich aber sagen, wobei ich gebe vielleicht meine Einschätzung zu den Spielern gleich erst, nachdem ich das Team vollständig eingerichtet habe. Denn jetzt haben wir den nächsten Europapokal-Gewinner, nämlich mit Danny da Costa. Ich habe die SPC abgeschlossen und deswegen, insbesondere deswegen, habe ich natürlich beim Finale ganz, ganz stark mitgefiebert, dass er das Upgrade bekommt. Nein, ich habe mich natürlich auch so überragend gefreut und umso besser, hat er noch plus 2 bekommen. Auch sehr nice. Und dann, das kann ich ja sagen, habe ich angefangen, die Weekend League mit Diaby auf dem Flügel zu spielen. Und ich glaube, das ist vielleicht der Grund. Also es ist jetzt ein bisschen heftig zu sagen, es liegt an ihm, aber ich erkläre gleich, wieso. Ich baue jetzt erstmal das Team, wie ich es quasi am Anfang gespielt habe. Und dann machen wir weiter hier mit der ZUM-Position. Aber gebe ich mal den Namen direkt ein, bevor ich jetzt hier so suche. Nämlich dort habe ich einen Spieler aus der Saudi-Arabischen Liga, nämlich den Banega, den ich so ganz nice fand, so, ich kriege ihn nicht hinzugefügt, ne, ein guter Allrounder, ihr wisst das, ich mag solche Spieler, schön Box-to-Box, da ist er am Start und ich habe ihn benötigt, weil ich vor allem hier auf diesen Spieler gesetzt habe, den ich im Sturm spiele, der wirklich wärmstens empfohlen wurde von Phil SKS, Phil Goodman, den Österreicher. Vielleicht der andere kennt ihn von euch. Könnt ihr gerne bei ihm vorbeischauen. Er lädt zum Team of the Season sehr viele Play-Reviews hoch. Und er hat von Talisca geschwärmt. Und ich muss sagen, am Anfang fand ich ihn auch sehr nice. Und er hat wirklich gute Tore gemacht. 20 Spiele, 26 Torvorlagen. 26 Tore, 7 Torvorlagen. Das ist gut, aber irgendwie bin ich nicht ganz happy mit ihm, denn ich habe ihn am Anfang auf Engine gespielt. Ich denke eigentlich auch, das wäre der Chemistry-Style. Nur, ich muss sagen, dann hat er halt nur 92 Finishing und das habe ich gemerkt. Ich fand, er hat wirklich insbesondere mit dem rechten Fuß dann ganz einfache Schüsse nicht reingemacht. Und es hat mich wirklich genervt, weshalb ich dann auf Finisher gegangen bin. Und dementsprechend ist das Problem mit Finisher, dass man dann, glaube ich, ein bisschen weniger Balance hat und natürlich auch ein bisschen weniger Pace. Dafür hat man bessere Schussstats. Und ich hatte gedacht, das wird vielleicht auch gehen. Im Endeffekt irgendwie so richtig, richtig, ich finde ihn nicht schlecht, aber irgendwie bin ich nicht so richtig warm geworden mit ihm. Und dann habe ich hier auf dieser Position eine neue, richtig kranke Icon, nämlich den Prime Moments von Maradona. Den wollte ich auch mal gerne spielen. Und jetzt kommen wir zu der Krux an dieser Geschichte. Ich habe nämlich dieses Team dann im 4-4-2 gespielt. Ich habe es wahrscheinlich jetzt hier nicht richtig eingestellt, weil ich es schon verändert habe. Aber ich habe es dann so gespielt, dass ich Mané und Talisca im Sturm gespielt habe und dann war Maradona und Cancelo auf dem Flügel. Und da kann natürlich ein Maradona jetzt nicht so richtig krass in Erscheinung treten. Und ja, im Endeffekt
habe ich dann probiert, wieder im 4-4-2 zu spielen und irgendwie habe ich dann doch immer mal wieder auch auf das 3-5-2 gewechselt, was ich an den letzten Weekend Leagues immer gespielt habe. Und irgendwie habe ich mich jetzt dann, das habe ich irgendwie häufiger, ich wechsle die Formation und dann brauche ich so ein bisschen, um damit warm zu werden. Und irgendwann ist dann die Formation, die früher meine Fallback-Formation war, ist dann sozusagen die Formation, mit der ich dann Probleme habe. Also, das ist jetzt total kompliziert ausgedrückt, aber im Endeffekt dauert es so ein oder zwei Weekend-Ticks, bis ich mich richtig wohlfühle in der Formation und danach komme ich dann irgendwie schlechter wieder mit anderen Formationen zurecht. Das ist ein bisschen kompliziert. Anyways, und dementsprechend habe ich dann jetzt, weil die Ausgangslage war wie folgt, ich hatte noch 3 Spiele verbleibend und ich musste alle 3 gewinnen. Und dann habe ich eben gerade für dieses letzte Spiel, was ich dann jetzt verloren habe, habe ich dann nämlich den Diaby ausgewechselt, quasi rausgebracht aus dem Team, weil er, muss ich sagen, wirklich, also schaut's euch an, 28 Spiele, 5, das geht jetzt sogar, um ehrlich zu sein, aber er hat in den Spielen, die ich in der Weekend League gemacht habe, weil er hat ein bisschen auch im Bundesliga Cup gespielt, irgendwie in, keine Ahnung, 15 Spielen, einen Tor und 2 Torvorlagen gemacht. Und Maradona auf der anderen Seite viel, viel mehr Torbeteiligung. Also der war wie nicht existent eine wirklich lange Zeit. Und dementsprechend habe ich das jetzt anders gemacht, aber es hat auch nicht funktioniert, denn ich habe dann jetzt Caligiuri reingebracht und dann möchte ich das Ganze quasi so spielen, doch, das war gerade richtig, dass ich hier auf mein Hauptteam gehe und dann spiele ich das Team auch wieder im 3-5-2. Und da habe ich gedacht, so, jetzt ziehe ich die Notbremse quasi und schaffe es dann hoffentlich mit dem 3-5-2 auch die letzten 3 Spiele zu gewinnen. Nämlich dann mit Caligiuri und Cancelo auf den Flügelpositionen und Maradona auf der 10, wo ich denke, halt da kann er auch richtig in Erscheinung treten. Naja, hat auch nicht funktioniert. Ich habe das Spiel eben gerade mit einer sehr unglücklichen Situation in der 81. Minute verloren. Und dementsprechend haben wir jetzt hier 2 Spiele verbleibend. Ich muss 1 gewinnen für Rang 4. Wir machen das jetzt hier ganz schnell. Und ich freue mich eigentlich vor allem auf die Rewards. So, wir haben unseren Gegner. Er mit einem Player of the Month, Cristiano Ronaldo. Also auch ein sehr, sehr stabiles Team. Und ich sollte, glaube ich, Abstand davon nehmen, dass ich denke, das ist jetzt hier irgendwie so ein Selbstläufer. Auch wenn ich gerade 3 Niederlagen in Folge habe. Also das ist mir, glaube ich, in FIFA 22 noch nicht passiert. Ich finde es echt schade, dass ich mit Talisca irgendwie nicht besser klargekommen bin. Oh, schönes Dribbling hier vom Gegner. Sehr schön direkt weitergeleitet. Und Caligiuri. Ah, kann ihn leider nicht drin halten. Es gibt eine gelbe Karte für den Gegner. Interessant. Allererst, oh, der Auftakt ist nicht schlecht. Und ich muss sagen, vom Gegner hier, Vieira spiele ich ja jetzt gerade mal im zentralen Mittelfeld. Den Prime Gegner macht richtig Rabatz hier. Und, also, ist jetzt hier schon kurz drauf und dran, das 1-0 zu machen. Ich finde den eigentlich auch im zentralen Mittelfeld ganz gut, aber irgendwie habe ich das Gefühl, vielleicht sogar auf der Innenverteidigerposition. Oh. Am besten, keine Ahnung. Uiuiui. Hätte ich ja natürlich auch jetzt gerade mal hier einen Treffer machen können. Das war eine sehr riskante Abseitsfalle vom Gegner. Oh. Vieira ist halt echt krass, ne? Also. Und Talisca mit dem 1-0. Da war er frei durch. Der Gegner spielt offensiv, finde ich, sehr stark. Er ist halt wirklich ein extrem schneller Spieler. Ne? Alles muss irgendwie in alle auf allen Seiten sehr hastig, sehr risikoreich. Ich probiere mal was. Der überläuft den eigentlich nämlich ganz gut, aber ein Van Dijk Team of the Season ist dann halt auch eine Ansage. Und Ndika, ich hatte am Anfang so 2-3 Momente, wo ich ihn einfach echt nicht so nice fand. Ich wollte noch was zu den Spielern sagen. Danny Da Costa als Außenverteidiger, finde ich richtig nice. Ndika. Alter. Hat mich als Innenverteidiger bis jetzt nicht überzeugt. Und werden natürlich auch auf jeden Fall das Team wechseln. Na ey, deine Spieler, ne, die machen gar nichts. Die scheißen drauf, in was für einem Spot du dich befindest und bewegen sich so schlecht. Das ist einfach. Attacking AI ist echt so ein Krampf in FIFA.
Oh, der ist im Aus. Schade. Ich wollte gerade sagen, wenn er das Kopfball gewinnt, hätte ich gesagt, nicht schlecht. Sehr positiv auf in Erscheinung getreten damit. Also man kann echt nichts sagen, denn der Gegner spielt stark. Guckt euch das an. Also sehr variabel. Dies, meine lieben Freunde, hätte eigentlich das 2:0 sein müssen. Das war so eine schöne Abschlussposition, die ich mir da erspielt habe. Ah, sauber. Junge, gerade noch so zurückgekommen. Hier das 2:0 wäre echt gar nicht so verkehrt. Also ich finde es faszinierend, ich finde den Gegner echt spielstark. Ne? Und ich habe 3 Spiele hintereinander verloren. Eigentlich müsste meine Form, wonach das Matchmaking ja funktioniert, sehr, sehr schlecht sein. Also schlecht so für meine Verhältnisse. Jo, spiel einfach durch mich durch. Klappt ja. Ey, sorry, aber der darf auch nicht reingehen. Also ehrlich, das darf überhaupt so nicht passieren. Ist jetzt super ärgerlich für den Gegner, dass der... Oh Gott. Dass der nicht reingeht. Jetzt habe ich mir natürlich selber ein Eigentor geschossen. Aber der hätte nicht reingehen dürfen. Das darf gar nicht passieren, dass das eben gerade, dass er danach den Ball da bekommt. Aber gut, jetzt habe ich mir selber reingeschossen, weil er auf einmal Pressing anmacht. Ich bin wieder kurz überfordert. Oder überrascht. Weil einfach Pressing ist halt geistesgestörte Funktion. Und jetzt haben wir hier wieder ein ausgeglichenes Spiel. Ich denke, wenn man sich das so all in all hier anschaut, dann ist das von den Spielanteilen auch gar nicht so unverdient. Kann mich schon mal damit auseinandersetzen, was Rang 5 für einen Unterschied mit den Rewards bedeutet. Player Lock hat er jetzt hier aktiviert. Ich weiß gar nicht, ob er es mitbekommen hat. Ich glaube irgendwie nicht. Der Ball durch, das ist super. Was Talisca echt auszeichnet, ist, dass man durch seine Größe, ich habe einmal in so einem Spiel, da habe ich einen Gegner komplett mit Flanken zerstört, weil der Talisca immer wieder dann sich so geil durchgesetzt hat. Oh, Caligiuri ist halt auch bockstark, ne? Oh. Halbzeitpause. Gegner offensiv sehr, sehr stark. Hat auch deutlich mehr Expected Goals. Wobei ich finde, ich habe da auch 2-3 sehr, sehr gute Chancen, um hier das 2:0 oder das 3:0 zu machen. Naja, ist glaube ich in Ordnung, auch wenn es die Expected Goals hier nicht so hergeben. Vanega sehr unauffällig im zentralen Mittelfeld. Alter, willst du mich flachsen? Ja, das ist meine Weekend League zusammengefasst. Er macht einen Elastico, einen Magidi in mich hinein und kriegt den Ball und kriegt dann so die Chance, den Ball reinzuschießen. Also, what the fuck. Einfach ärgerlich. Und wenn ich da mal Ball-Lack habe vielleicht. Na, sauber. Immerhin das. Und das ist halt der Status von der Weekend League zusammengefasst. Hauptsache nicht gönnen. Alles klar.
Braucht man, glaube ich, nichts weiter zu sagen. Hauptsache, ich bekomme den Sieg nicht. Ist ihm egal, er bekommt die Niederlage sowieso, aber Hauptsache, ich bekomme den Sieg nicht. Das ist das Mindset von den Leuten, wie man sich in so einer sozialen Ökonomie hier mit anderen Menschen verhält. Das zeigt einfach den Status, mit, wie man mit anderen Menschen umgeht. Ich sage nicht mit Menschen, weil das ist übertrieben, weil wir fernab irgendwie hunderte von Kilometern wahrscheinlich voneinander entfernt leben. Ich bin in dem Sinne kein direkter Mitmensch, aber so, ich bin ein Mensch und wir interagieren gerade miteinander. Und das ist die Art und Weise, wie hier miteinander interagiert wird. Ich finde es unglaublich traurig. Ich finde es unglaublich traurig, wenn man so tickt. Ich finde es unglaublich traurig. Aber jedem so, wie er es braucht, wie er seinen Frust im Leben damit klarkommen kann. Weil man kann ja, ich glaube, man kann einfach festhalten, das wird jetzt hier vielleicht ein bisschen philosophisch, aber wer sich so verhält, ne, der spielt nach meiner Einschätzung dieses Spiel aus den falschen Gründen. Und auf die falsche, und auf die, das glaube ich, kann man auch sagen, auf die falsche Art und Weise. Und da würde ich einfach sagen, an seiner Stelle, spiel das Spiel nicht mehr. Deinstallier das. Deinstallier es von seiner Konsole. Und lass es sein. Weil es tut dir nicht gut. Es tut deiner Psyche nicht gut. Und du. Ich weiß nicht. Also, ich kann es irgendwie nicht besser beschreiben. Aber irgendwie, ich glaube, es ist für mich klar, dass dieserjenige einfach das Spiel nicht richtig spielt. Ne? Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Naja. Mir ist das, ich weiß nicht, also ich reg mich da gar nicht drüber auf. Ich finde es wirklich einfach nur traurig, wenn man irgendwie anscheinend so, ich sag mal verkommen, das ist halt ein hartes Wort, aber wirklich so verkommen ist, dass man sich so verhält. An sich, mich juckt das jetzt nicht, dass ich da keinen Sieg bekomme, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt anderweitig auch meine, also jetzt in dieser Weekend League nicht, aber ansonsten grundsätzlich auch meine Siege bekomme, aber ich finde es irgendwie schade, wenn man so ein Verhalten beobachtet und vorgesetzt bekommt. Ja? Ist einfach. Ist irgendwie, ich finde es traurig, wenn man das so sieht, wie sich Menschen verhalten können. Weil halt so komplett diese. Weil Menschsein. Uns als Menschen zeichnet da aus, dass wir halt eine gewisse soziale Dimension haben in unserem Verhalten, ja? Und man, wenn man sich so verhält, ist halt asozial. Und das finde ich irgendwie traurig zu beobachten, wenn das so ist. Naja, müssen wir uns auch gar nicht weiter zum Thema machen, aber ich glaube, ihr habt da auch alle eure Erfahrungen mitgemacht. Ich kann euch nur raten, wenn ihr ähnlich, was weiß ich, wenn ihr in einer Phase seid, wo ihr sagt, ich mach das auch mal, ne? Es steht irgendwie unentschieden und dann verlasse ich einfach das Spiel, Hauptsache der Gegner bekommt den Sieg nicht, ich war halt einfach ein bisschen gefrustet. Wenn ihr irgendwie an diesem Punkt seid, dann probiert einfach mal das zu reflektieren, ja, dieses Verhalten. Ob das, ist das, zeigt das eine gesunde Einstellung zum Spiel und wie man mit anderen Menschen umgeht? Okay, ich will vielleicht drehe ich es jetzt ein bisschen zu sehr auf das Thema. Aber es ist halt wirklich so meine Einschätzung dazu. Das finde ich halt, wie gesagt, das finde ich irgendwie so bemerkenswert. Auch wieder, ich finde, ein guter Gegner hier, oder? Der macht, ich finde, der macht gute Skills. Das ist so krank wie Petit. Ohne dass er vom Gegner gesteuert wurde, so von hinten in den Zweikampf kommt. Das darf eigentlich nicht sein. Dass der Petit, ohne dass er von ihm gesteuert ist, so in den Zweikampf von hinten kommt. Total gestört. Eigentlich müsste, also das ist total crazy. Gegner, wie gesagt, auch wieder. Ist gut. Gute Skills und so weiter. Es ist echt insane. Also. Zum dritten Mal macht er da jetzt dann den Elastikum, zum zweiten Mal macht er mich damit nass. Okay, ich muss euch jetzt mal hier mal mit ein bisschen was zeigen, ein bisschen was Schöneres.
Geht doch. Aber ich. Gegner stehen diese Weekend League echt gut. Also ich weiß nicht, wie häufig du jetzt noch diesen Stehen-Move und danach Elastico-Move stehen bleiben und Elastico-Move machen möchtest, aber ich glaube, er wird irgendwann nicht mehr so gut gegen mich funktionieren. Vielleicht lege ich mich zu weit aus dem Fenster. Boah, starker Schuss. Junge. Das hasse ich. Ich hasse das so. Nach Anstoß, ne? Deine Spieler, die sind wie angewurzelt. Keinen Meter, kein Zentimeter zu viel gehen. Sauber. Das ist doch mal spielerische Qualität. Ne? Das ist doch mal schön. Maradona bin ich überlegen, ob ich nochmal eine Weekend League die Möglichkeit gebe, sich zu zeigen auf der 10. Habt ihr den gespielt dieses Jahr? Wie fandet ihr den? Schade. Fand ich eine schöne Idee mit dem Directed Run. Aber auch eine sehr, sehr schmale Gasse, in die ich dann reinspielen möchte. Ich glaube, Vieira geht auch wieder in die Innenverteidigung zurück. Nicht schlecht als Achter, aber ich glaube, er ist wirklich besser in der Innenverteidigung. Ich glaube, der Gegner wird rausgehen. Alle so ein bisschen schon angefrustet. Okay, er bleibt. Hey! Ich bin auch einfach im 4-4-2 unterwegs. War ich im Spiel davor auch im 4-4-2 unterwegs, dann habe ich mir das echt wieder schnell angewohnt, dass ich quasi auf meine offensive Einstellung gehe und nicht auf die defensive. Interessant. Ich zeige euch mal was richtig Geiles bei Danny da Costa. Mal sehen, ob es hier funktioniert. Er holt auch den Torhüter gar nicht raus. Das könnte echt gut funktionieren. Der ist unglaublich kopfballstark. Ah, jetzt holt er den Torhüter raus. Er ist wirklich unglaublich kopfballstark. Er gewinnt sehr, sehr viele Kopfballduelle. Pause habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Naja. So, wir haben es soweit ganz gut im Griff. Er ist durchaus immer wieder gefährlich durch seine Skill-Moves, wenn er über die Außen da kommt. Schön im 1 gegen 1. Das macht er echt stark und darauf muss ich echt aufpassen. Interessant finde ich, ich habe das jetzt erst gerade realisiert, der hat ja ein Tor geschossen. Mit 0,2 Expected Goals oder sowas. Oh, das war gut von Banega. Schade. Bin ich jetzt auf der 3-5-2? Ich glaube schon. Die bewegen sich so ulkig. Ich bin aber heute auch echt viel am Meckern. Sollte Ecke geben. Vielleicht nochmal eine weitere Möglichkeit hier mit Danny da Costa mal was zu zeigen. Ah, jetzt habe ich ihn abgewählt. Oh. Nee, die kommen halt auch einfach nicht gefährlich genug. Ich zeig dann am Ende doch was mit Danny da Costa mit 77 Schuss. Ganz eklatanter Fehler hier vom Gegner. Also, warte, genau, bei der Vieira spielt auch weiterhin im zentralen Mittelfeld. Jetzt verstehe ich es, was hier los ist. Ich habe mich gerade schon zwei, dreimal gewundert, warum ich jetzt im 3-5-2 bin, aber Vieira immer noch im ZM spielt. So wie ich es jetzt hier gerade ausgerichtet habe, spielt dann quasi. Ach, das hätte ich eigentlich so machen können. Ich denke halt, Danny da Costa ist auch ein sehr geiler Innenverteidiger. Aber ich könnte ihn auch, glaube ich, als ZM im 3-5-2 spielen. Ui. Glück gehabt. Boah.
Irgendwie freue ich mich. Ich hätte so gerne die Rang 3. Ich hätte so gerne das La Liga Team of the Season Pack gehabt, aber ich glaube, so wie ich diese Weekend League gespielt habe, ist dann auch einfach nicht verdient. Und es ist sehr krampfig. Diese Weekend League. Bemerkenswert schlechter Pass. Ganz komische Situation, dass das irgendwie so jetzt gelaufen ist. Aber gut, wir haben, glaube ich, hier so ein bisschen jetzt den Deckel drauf gemacht. Ah, geht auch. Ich schieße den raus einfach, weil ich denke, er wird rausgehen. Vielleicht war es ein bisschen sehr optimistisch. Aber gut, ich habe ihn gelesen von der Körpersprache, auch wenn er hier nicht im Raum ist, dass er rausgehen möchte. Aber das war nicht der Fall. Interessant. Rumdias auch einfach so eine Bank. War die Idee nicht schlecht? Hat nicht viel gefehlt. Oh. Und da ist der 2:4 Treffer. Es ist noch nicht durch, das Spiel hier. Und der Gegner fightet. Habe ich einfach wirklich falsch eingeschätzt. Immer sein gutes Recht. Ja, mich bitte nicht falsch verstehen. Haben wir wieder den alten Abstand hergestellt. Jetzt geht er dann raus. Ich bin echt... ich will auch nicht immer weiter jetzt hadern und so weiter, aber es nervt, wenn ich jetzt diesen Sieg hole. Und ich könnte natürlich jetzt auch den letzten Sieg holen. Und dann würde mir halt weiterhin dieser eine Sieg für Rang 3 fehlen. Das frustet mich echt, dass ich Rang 3 nicht bekommen habe. Nun gut, ich werde mal kurz die Weekend League beenden. So, da sind wir durch. Rang 4 ist es geworden. Ich freue mich jetzt... insbesondere auf die Player-Picks, weil die sind ja zumindest gleich von der Qualität. Den Hoffmann, den werde ich gerade nicht los. Und wir machen natürlich jetzt wieder hier Dunkelkammer. Sprich, ich werde kurz das ausmachen. Ich werde mir hier die Augen zuhalten und dann gucken wir mal. Rechten Stick reindrücken. Das hat nicht funktioniert. Jetzt hat es funktioniert. Und ich muss noch hier kurz das Bild machen. So. Muniain! Ja, okay. Sind ja echt ein paar schöne Spieler, deswegen bin ich jetzt gerade wirklich so mad. Sind ein paar sehr coole Spieler in der La Liga, Team of the Season, und da das Dreierpack wäre sehr, sehr nice gewesen. Aber im Endeffekt, ich habe gerade 13 Millionen Münzen, es ist auch nicht so wichtig. Quatois, immer ein nettes Rating und so weiter und praktisch. Alaba, der ist lecker. Der ist lecker und der ist aktuell meine Nummer 1. Und dann haben wir noch... Canales, der sehr stark ausschaut. Aber da würde ich doch eher Alaba nehmen, mit einer der Spieler mit den höchsten Ingame-Stats, Total Ingame-Stats aktuell, die man bekommen kann. Sehr, sehr interessant. Ist halt die Frage, er ist halt nicht so einfach einzubauen. Canales bin ich schon, der Canales ist halt auch ultra günstig. Also ich glaube, ich guck mal kurz die Preise nach. Ja, also ich nehme dann jetzt hier Alaba, auch wenn er auch nicht viel kostet, ne? Also ich freue mich irgendwie so ein bisschen, aber dann merke ich auch so, ja gut, irgendwie
Es ist auch, es gibt so viele bessere Spieler. Es wäre mal schön, einen gut, richtig starken Playerpick zu bekommen. Wäre eigentlich ganz cool. Merke ich dann gerade auch wieder so in den Augenblicken. So, und weiter geht es. So, jetzt haben wir es gemacht. Ich muss da, glaube ich, länger warten, bis ich den rechten Stick reindrücke. Alaba, sauber. Naja, gut, habe ich schon. Gut, schade, das ist ein bisschen blöd jetzt. Ach du Scheiße. Boah, ich würde mich so übertrieben über einen Joao Felix freuen. So einer, ne? Der kostet 1 Million, aber ich fände es so geil, Joao Felix beispielsweise zu bekommen. Oder ein Modric wäre so geil. Ein Petri, Benzema, Vinicius Junior. Irgendein von denen. Bitte, come on, einfach mal einen geilen Player-Pick. Let's fucking go! Bam, da ist er! Sauber, den finde ich geil. Den kann ich nämlich gebrauchen. Auch wenn ich ihn... ich hatte überlegt, wie ich den in mein Team reinbekomme. Okay, das ist geil. Ich habe sogar jetzt mit Alaba dann einen Stronglink zu ihm. Das ist ein geiler Player-Pick. Sauber, ich habe ihn eben gerade nicht aufgezählt, aber ich habe... Also, auf den hätte ich richtig Bock. Coole Karte, nämlich, ich habe ja gerade gesagt, Alaba mit einer der höchsten Total-In-Game-Stats. Modric ist, glaube ich, gerade der Spieler mit den höchsten In-Game-Stats. Von daher, sehr, sehr geil, cool, das freut mich. Über den freue ich mich wirklich, der ist sehr, sehr nice. Und ich bin gerade überlegen, was ich mit diesem Hoffmann mache, wie ich den los... Ach, scheiße, ich muss den loswerden, ansonsten kann ich das Pack gar nicht aufmachen. Und ich komme wahrscheinlich eh gerade gar nicht an das Pack ran, merke ich auch mal wieder gerade. Ich finde gerade nicht so schnell eine SBC, dementsprechend stoße ich den kurz ab und ich probiere dann irgendwie die Tage da mal den Hoffmann einzubauen. Dann 49 Packs, müssen wir mal gucken. Ja, ich komme da gerade nicht ran. Ich gucke jetzt mal, wenn ich nochmal hier so ein paar Packs aufmache, insbesondere Tradable, dass ich da vielleicht irgendwie rankomme. Ah, wir haben hier ein schönes Pack, was ich mit euch zusammen aufmachen kann. La Liga Prime Players Pack. So, nämlich da sind ein paar Rares drin, besonders aus der La Liga. Das ist doch ein schönes Ding. Und wir bekommen einen Walkout mit Casemiro. Also die Real Madrid-Spieler, die haben heute Bock auf meinen Verein. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier nicht so viele Untrade-Doppels haben. So, wir haben ein bisschen Freiraum geschaffen. Hier ist das La Liga und leider... Es tut mir wirklich im Herzen weh. Ich weiß, dass mir jetzt hier 3 Spieler aus der saudi-arabischen Liga entgegenstrahlen werden, die jeweils 20.000 Münzen kosten. Das wird der Preis sein, den ich jetzt bezahlen habe für meine scheiß Weekend League, die ich gespielt habe. Ich möchte euch noch kurz was durchgeben, dass ihr das auch auf dem Schirm habt. Mein Plan, ich will das zum Ultimate Tots das krankste Pack-Opening von meiner Seite aus machen, was es gab. Nicht jetzt so mit den ganzen Anzahl an Packs und so weiter, sondern die Qualität der Packs wird unerreicht sein. Ich habe dieses Pack hier mit 11x82+. Und dann habe ich die noch alle und so weiter. Ich werde ein paar Ultimate-Packs, ein paar 100k-Packs, ein paar 50k-Packs haben. Also richtig viele Player-Packs. Und dann... Die noch, aber pass auf, ich werde das hier haben, ich werde das hier zweimal, glaube ich, haben, das hier zweimal, das, dann noch ein zweimal ein 84 und einmal ein 85 plus Pack. Das wird geistesstörend, weil ich habe von dem alten Swaps 2, habe ich diese noch, die habe ich noch nicht aufgemacht, von alten Swaps 3 werde ich sie nehmen. Und dann halt auch noch von diesen Icon, von den Tots Swaps, gibt es ja noch dann dieses 84x25, glaube ich. Also es wird total verrückt, das wollte ich nur mal kurz erzählt haben. Wird es per Livestream sicherlich geben. Folgt gerne dem Kanal bei Twitch, der Link ist unten drin. Jetzt kommen wir zu La Liga und SPL. Team of the... Kurz und schmerzlos. Und jetzt der Vinny, come on. Frankreich, ZOM, das ist fake hier. Das ist, also, er hat leider nur 93, was echt niedrig ist, aber das ist schön. Ich habe sogar einen aus der Liga gezogen, der nicht Abstoß ist. Was ich bei diesem Pack überragend finde. Bei diesem Pack wirklich überragend. Und dann haben wir natürlich die beiden aus der SPL. Und das habe ich mir verdient. Also, dass ich
die jetzt hier ziehe und nicht zwei weitere aus der Liga. Das habe ich mir selber eingebrockt. Wisst schon, was ich sagen wollte. Naja, Fekir, können wir mal kurz gucken. 150.000. Immerhin. Freunde, das war's gewesen. Es tut mir leid, dass es heute vielleicht ein bisschen melancholisch war, ein bisschen von der Stimmung, ein bisschen. Aber ich kann mich da nicht verstellen. Ich kann jetzt nicht Heckmeck machen und sagen, ah, geil, dass ich Rang 4 erreicht habe, sondern ich ärgere mich drüber über meine Leistung, wie es dazu gekommen ist. Aber man muss halt fokussiert sein bei jedem Spiel und es kann so schnell gehen. Und ich meine, 5 Niederlagen, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich auch einen Disconnect hatte, fällt mir gerade auf. Kann ich nicht ausschließen. Internetleitung immer noch ein bisschen problematisch. Wie dem auch sei. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß. Haltet euren Kasten sauber. Euer Tess.